Na dann. Achso, hier kann ich die Dinger kaufen, ja? Nee. Muss ich überhaupt nicht ein. Bleibt das eigentlich so, wie ich das gehackt habe? Glaube nicht, oder? Aber vielleicht auch doch. Oh. Müssen wir erstmal wieder Erz finden, vor Lachen. Hier sieht es auch ganz gut aus. Ne, das ist Sand. Dammit. Ah ne, da ist auch Kupfererz, okay. Okay, das reicht aber nicht wirklich. Das ist Sand, oder? Natürlich. Okay, ich muss hier raus. Okay, ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wie ich hier rauskomme. Zum Glück können wir einfach E drücken. Und kommen hier easy peasy wieder hin. Datendisk gefunden, okay. Jawohl, hier ist doch Kupfer und Zinn am Start. Das ist doch super. Hier können wir aber richtig fett mitnehmen, oder? Soll nur ein Auge auf die Zeit haben. Dass wir auf jeden Fall nicht in Ohnmacht fallen, das wäre halt ganz wichtig, aber da geht ja noch ein bisschen was, würde ich sagen. Sorge, dass wir da so wenig Zinn finden, aber Zinn hatten wir ja, glaube ich, auch noch. Wir brauchten tatsächlich hauptsächlich Kupfer, oder? Okay, das ist tatsächlich nur Stein, okay. Vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass da Zinn mit bei ist, aber nein. Fände es cool, wenn man hier so Path of Exile Delve-mäßig so ein bisschen einfach Licht in die Mine bringen könnte oder in die Ruine. Oder halt einfach Minecraft-mäßig Fackeln an die Wand packen könnte, das wäre halt auch schon okay. Vielleicht kann man das auch und ich weiß es nur noch nicht. Okay, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Hier geht auch noch was, oder? Jawohl. Wir haben noch voll gut Ausdauer. Das ist ziemlich super eigentlich. Gespannt, was wir im Inventar haben alles. Das könnte sich durchaus gelohnt haben. Oh, noch eine Datendisk, sehr schön. Ich finde es gut, dass die Spitzhacke so eine große Reichweite hat. Das macht vieles einfacher.
Spitzhacke über Kopf arbeiten und einfach die Sachen auffangen, die runterfallen, ist auch ganz safety first. Richtig gut. So, ich glaube 23 Uhr können wir mal Feierabend machen. Zack. Ich bin faul. Wir machen das so. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch mal nach Hause kommen. Unten gab es einen Button Karte verwalten, da musste ich auch gleich nochmal drauf gucken. Machen wir einfach mal direkt. Was kann ich denn da machen? Ach so, okay. Das ist relativ langweilig. Warte mal, was war das da? Was ist das denn noch? Ach, Angeltag. Am Morgen ist auch wieder Angeltag, ne? Aber wir haben gar keine Köder mehr. Das heißt, das können wir total knicken. Vielleicht können wir Köder in der Stadt kaufen. Vielleicht Kupferplatten wollte ich machen, ne? Wollte ich? Für was denn eigentlich? Und wie viele? Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Barren. Bronzeplatten wollte ich machen. Wir brauchten Bronzebarren. Bronzebarren haben wir aber nicht mehr. Okay, das heißt, wir wollten Bronze machen. Das war's. Bronzebarren fertigen. 10 Stück bestätigen. Nice. Hallo, das geht aber gut. Wir haben jetzt noch 201 Kupfererz und 84 Zinnerz. Das ist ziemlich nice. Noch ein Batzen Steinziegeln. Aber ja, müssen wir eigentlich gar nicht machen. So, dann. Aber wir müssen auf jeden Fall noch 3 Kupferrohr machen. Das heißt. Die machte ich hier. Das geht. Dann haben wir nämlich 6 Stück zusammen für 2 Brückenteile. So, und dann müssen wir nur noch irgendwo Hartholz an Land kriegen. So, und für die Axt brauchten wir was doch gleich? Mehr Bronzebarren. Und immer noch das Werkzeugset. Alter, das vergesse ich jedes Mal. Okay, aber das Werkzeugset. Können wir eigentlich gleich 2 von kaufen, oder? Bronzebarren machen wir 10 Stück, das geht klar. Ja, wir gehen mal pennen. Können die Säge natürlich nochmal anschmeißen. Die irgendwie noch ein paar Holzbretter machen lassen. Komm, mach mal 2. Die sind über Nacht fertig, das geht. So, Zeit fürs Bett. Eine Stunde bis Angeltag, Alter. Angeltag mal erst. Wenn ich Köder hätte, würde ich nochmal hingehen, aber so nicht. So, wie viele Bronzeplatten brauchen wir? 5 und wir haben 3, also müssen wir noch 2 machen. Können aber gerade nur eine, weil wir noch 3 Bronzebarren mehr brauchen. Das dauert aber noch ein bisschen. Dann machen wir da erstmal eine. Ist mein Kupferrohr eigentlich schon fertig? Jawohl. Warum habe ich eigentlich die Bronzebarren, anstatt jetzt die Axt zu machen, ne? Das war schon eher bescheuert. Aber okay. Gehen wir in die Stadt. Ich glaube, Köder kaufen macht wenig Sinn. You're new, right? I'm Jack. Nice to meet you.
I hope you have a good time in town. Alter. Das ist deutsche Übersetzung, ne? Angeltag, Beginn! Hey! Ja, die können wir auch schon. Okay, das ist aber scheinbar alles zum Fishing-Event, was irgendwie nicht übersetzt ist. Das ist schon ein bisschen traurig. Können wir hier irgendwo handeln? Okay. Kann ich Essen kaufen? Beziehung plus 12, okay. Freuen wir uns also mit Pinky an. So, Alice ist Blumenladen. Hilft uns auch nicht so richtig weiter. Wow. Kann im Museum platziert werden. 146, Alter, glaube ich, es hackt. Bäckerei. Okay, Moment, da gab es noch ein zweites Tab. Achso, das ist für Ankauf. Kann ich hier meine Fische verkaufen? Kriege ich aber auch in Häkchen nur Geld für. Warum steht da minus 3 hinter? Das ralle ich gerade nicht. So, Furniture, Total Tools. Moment, stand da nicht gerade... Achso, ist das... Ah, Werkzeuge pur. Verbesserungsset. Alter, ist das teuer. Ja, hilft ja nichts. Wir brauchen auf jeden Fall gleich noch ein zweites. Wir müssen Sachen verkaufen. Machen wir die Scheißkatze jetzt hinterher? Gott, der Chunks da, ey. Hau bloß ab. Ist hier irgendwas, wo ich tendenziell... Vielleicht kann ich bei der Tafelrunde gut Fisch verkaufen. Das klingt eigentlich sehr logisch, oder? War die doch gleich? Hier, ne? Ja. Lee, kennen wir den schon? Offenbar. Natürlich. Goodbye. Alter, nein, ich... Danke. Okay, der Marktpreis geht aber gerade allgemein runter. Scheiß drauf, verkaufen wir. 55, ne. Die mit den Sternen, da kann ich bestimmt irgendwas anderes machen, oder? Da kriege ich bestimmt mehr für raus. Oder ich kann die auch ins Museum packen oder sonst irgendwie. So, dann können wir uns aber nochmal ein zweites Verbesserungstool holen. Sortieren. Rechtsklick zum Kaufen. Bestätigen. Okidoki. Gott. Wenigstens sagt er nicht Okilidokili. Okay, dann was machen wir denn heute mal? Vielleicht eine bessere Axt. Gucken wir mal. Ob noch Bronzebarren fertig sind inzwischen. Das kennen wir alles schon, oder? Das wäre vielleicht was Neues, weil das Telefon so glitzert, aber okay. Scheinbar nicht. Haben wir eigentlich... Oh, wir müssen mal den Weizen ernten, glaube ich. Das hat niemand gesehen. 11 Weizen, okay. Damit können wir jetzt wahrscheinlich zu Emily gehen oder so. Keine Ahnung. Alter, ich bin aber auch ein bisschen rabiat heute. So, ich möchte gerne bitte nur die Bronzeplatte nehmen. Einen Bronzebarren. Willst du mich verarschen? Das dauert einfach zu lange.
So, zwei gleichzeitig ist okay. Ich brauche 3 Stunden. Leco mio. Wir müssen Sachen weglegen. Die Fische zum Beispiel. Und dann können wir hier schon mal... Ich würde, glaube ich, das Teil ganz gerne anfangen. Dann müssen wir uns nur unsere 12 Wackersteine mal nehmen und slappen die hier drauf. Also 3 Bronzeplatten habe ich noch nicht. Moment, stand da nicht irgendwas von wegen 12? Ah, okay, wir müssen... Ich musste an der jeweils richtigen Stelle stehen. Und weil wir hier jetzt Steinziegel hinpacken, kriegen wir dann Holzpfosten. Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Das ist so bescheuert, ne? Das ist so richtig bescheuert. Aber okay. Könnte tatsächlich die Angel auch erstmal wieder wegpacken. Was ist das? Präzisionsteil. So, irgendwo. Ist das alles, was ich am Bronzebarren habe? Da müssen wir echt noch mehr machen. Hilft ja nichts. Mal 7 Stück. Läuft. Ist hier was fertig? Nein. Die Bäuerin. Da ist sie. Hi. Wow, that's an excellent result. I'm a believer now. Can I please order 3 of these planter boxes? Thank you. Jetzt muss ich noch 3 von den fucking Pflanzkästen machen, ja? Okay. Was kosten die? Ja, läuft. 3 Stück. Fertigen, bitte. Abfahrt. Bretter brauchen wir ja, glaube ich, nicht, oder? Also nicht für was anderes im Moment. Nicht für die Holzbrücke auf jeden Fall. Also für... Nee, dafür brauchten wir auch Hartholz. Nee, ich glaube, wir brauchen einfach keine Holzbretter für die Holzbrücke. Das ist richtig gut. Was willst du denn jetzt schon wieder? Thank you. I can't wait to try these out. Okay. 300 Golds. Sweet. Dann können wir fast nochmal diven gehen, oder? Wenn wir jetzt eh den Wochenpass bezahlt haben. Ja, machen wir mal, oder? Ich finde das gar nicht schlecht. Holen wir uns mal noch ein paar Ressourcen. Vielleicht noch ein paar Datendisks oder andere Relikte. Das geht halt schon. Bin ich hier richtig? Nee. Hier so einen Zaun hin, Alter. Das ist doch nicht wahr. Hauptsache, da komme ich rüber. So. Da wollte ich eigentlich hin. Erstmal stumpf hier ein bisschen durch. Schauen, wo wir rauskommen. Hm, die Kuhle kenne ich doch irgendwoher. Aber die ist immer noch ziemlich ergiebig.
erstmal die Sachen oben mitnehmen, bevor wir jetzt unten alles platt machen. Das geht eigentlich sehr gut. Ja, können wir Bronze machen bis zum Umfallen, das ist super. Disk. Aber wir werden wahrscheinlich einfach nicht rechtzeitig rauskommen, um noch zum Forschungszentrum zu gehen, aber wird schon passen. So, hier waren wir offen. Ach, das ist der Laden. Okay. Ja, da will ich gerade eigentlich nicht rein. Wir doch mal hier so lang. Gucken, ob wir hier vielleicht noch auf irgendeinen Raum treffen. Und ansonsten mache ich gleich mal den Scanner an. Eher das da. Okay, dann mal los. Ich sage, ist meine Spitzhacke kaputt, aber nein, ist sie nicht. Man sieht nur die. Man sieht sie halt nur nicht mehr in den Händen vom Charakter, was ein bisschen groß. Jetzt sieht man sie wieder, okay. Ist das toter Vogel? Neues Relikt, galoppierendes Pferd. Das ist kein galoppierendes Pferd, Junge, das ist ein toter Vogel. Kannst du mir sagen, was du willst? Aber das ist halt kein galoppierendes Pferd. Das ist halt ein toter Vogel. Ah, eines von vier Teilen des galoppierenden Pferdes. Eine Schwalbe. Natürlich. Natürlich. So, hier war doch irgendwas in der Nähe, oder? Oh ja. Zum galoppierendes Pferd Teil 3. Erstmal nach da oben. Vielleicht kriegen wir das galoppierende Pferd zusammen. Ah, ist sogar noch Kupfererzen. Nice. Irgendwas? Hätte jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwas. Habe ich nochmal galoppierendes Pferd Teil 3 gefunden? Zumindest habe ich es jetzt zweimal im Inventar. Alte Sprechanlage Teil 2. Ach, crazy. So, hier ging irgendwo noch was. 11 Meter, 10 Meter. Das macht voll Spaß. Es ist halt voll stumpf, aber es ist so ein klein bisschen wie das Relikte auspinseln in Starbound. Nur noch stumpfer, aber irgendwie auch ein bisschen cooler. Galoppierendes Pferd, nee, die denkende Dose. Was zur Hölle, Alter. Das bin ich beim Bier trinken. Die denkende Dose. Oh, galoppierendes Pferd, Teil 2. Nicht genug Platz im Inventar, dang it. Ja, dann schmeißen wir vielleicht das rostige. Oh, das ist gar nicht schlecht. Nahkampfschaden plus 100. Ah, Nahkampfschaden plus 50. Schwierig. Komm, wir werfen das Rohr weg. Galoppierendes Pferd Teil 2, nice. So, eigentlich haben wir überhaupt keinen Platz mehr. Aber wenn wir Teil 1 noch finden sollten, dann mache ich Platz. Kiste.
schmeißen wir dann mal weg. Ich hätte mir das vorüberlegen sollen. Das hätten wir halt locker nicht mitnehmen müssen. Das auch nicht, das auch nicht. Bedauerlich. Wir brauchen mehr Platz. So, Problem erledigt. Schalten wir uns doch einfach noch mehr Platz frei. Die Frage ist, ob die nächste jetzt auch 400 kostet. Was ist das? Joystick Teil 1, Alter. Wir sehen so fettig aus, ne? Brillenglas, okay, lame. Hier ist so viel Stuff, ne? Energiestein, das ist voll gut. Ich glaube, das alte Pferd Teil 1 finden wir nicht mehr. Dafür sind wir zu sehr in die falsche Richtung geeiert. Komisches Glasgefäß Teil 2, nice. Pferd könnte da sein. Oder es ist jetzt völlig die falsche Richtung, da bin ich mir unsicher. Wir müssen nach dem Teil auch mal Feierabend machen. Aber nur ein Energiestein, okay. Aber das war einigermaßen erfolgreich. Ich finde, damit kann man doch durchaus schon mal was anfangen. Sachen mit. Das ist fertig. Das ist zum Teil fertig. Das geht klar. Dann können wir hier nämlich nochmal zwei Bronzeplatten in Auftrag geben. Das Ding können wir mal auftanken. Und dann können wir ganz viel Kram bei der Forschungsstation machen. Das machen wir aber morgen. Finde ich super. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Angenehmen Tag noch und gute Nacht.